Wir fahren jetzt durch Singen, dann fahren wir ein Stückchen hoch und dann östlich in Richtung Friedrichshafen. Das sind zu Fuß 11 Stunden, aber im Longboard könnten wir es innerhalb deutlich weniger Zeit schaffen. Wäre bestimmt schön hier in Singen, wenn es nicht sonntags wäre und alle Geschäfte zu hätten. Jetzt können wir hier natürlich gar nichts machen. Gefrühstückt haben wir auch noch nicht. Also mal gucken, wie weit wir kommen hier. Mit meinen restlichen 5 Euro oder was ich habe. Das wird ein spannendes Abenteuer. Genau. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob wir in die richtige Richtung rollen. Wir können entweder jetzt hier lang fahren oder da lang fahren. Also die Sache ist natürlich... Wir müssen dann aber auch irgendwie auf dem Schiff kommen. Ja, wenn wir nicht auf dem Schiff kommen, ist der Arschkarte. Ich würde sagen, wir riskieren es nicht und wir fahren jetzt nach Stockach. Nach Stockach? Hättest du mal das Gute umgebohrt? Oh nee. Hättest du mal das Gute umgebohrt? Ja, wäre ich schon lang tot. Lang verunfallt. Das neue Umgebohrt, mit dem ich auch gerade fahre, das gibt es jetzt exklusiv, limitiert im Shop. Aber eine limitierte Auflage nur. Greifen Sie schnell zu, bald ist es weg. Und dazu kaufen Sie doch noch so ein tolles Kissen. Kaufen Sie doch ein Schlee. 24,95. Wenn Sie heute zuschlagen, bekommen Sie 0% Rabatt. Aber morgen noch weniger. Auch nicht. Das ist kein Scherz, die Longboards sind echt im Shop jetzt erhältlich, Leute. Aber nur eine ganz kleine limitierte Auflage. Ist die da? Hm? Aber die will doch keiner. Doch, doch. Hey? Wollt ihr die? Kaufen. Wir verlassen Singen. Das heißt, wir müssen aufhören zu singen. Ich und mein Holz, ich und mein Holz, ich und mein, ich und mein, das ist mein Holz. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das machen wir mal zusammen, das machen wir zusammen. Ja, willst du es mit mir zusammen machen? Scheiße! Ich weiß doch gerade sein Rucksack fest! Alter! Ich hab dich an so einem Reißverschluss festgehalten! Alter, du siehst aus, als hättest du einen Todesmarathon hinter dir. Guck mal! Hab ich auch, Alter. Ich bin jetzt Ironman davor gerannt. Bin jetzt hier auf die Tour. Direkt, ohne Pause. Ist zu stark, Alter. Aber ein graues T-Shirt ist auch echt clever, so ja. Muss man sagen. Okay, kurzer Schweißvergleich. Komm mal kurz her. Kurzer Schweißvergleich. Ja, see no difference, oder? Ist doch schön. So, wir haben uns umgezogen und sind jetzt wieder guter Dinge. Fresh as fuck. Wir sind jetzt fresher than you. Leute, wir sind am Steißlinger See und die Leute sind hier so chillig drauf, dass sie denken, ach, wird eh nicht geklaut. Nehme ich einfach mal so einen Rettungsring hier hin. Also, in der Großstadt ist sowas schwierig. Da wird alles geklaut. Also, nehme ich mit, gell? Hau da rein, Junge. Alter, das ist echt schön hier. Hier würde ich gerne leben, wenn ich alt bin. Ich bin ja schon doppelt so alt wie meine Fans. Gerade im Kopf gehabt. So, das war ein guter Stopp am See. Und jetzt geht's weiter für uns. Kostenlose Äpfel. Glaubst du, die kann man essen? Halt mal kurz an Bord. Aber so, dass man das natürlich auch schön vom Logo sieht. Jetzt bestellen. 20,95. Ach ne, das war das Kissen. 24,99. Hm. Ich glaube, das ist sehr sauer und nicht gerade nahrhaft. Ja, erst anlutschen und dann putzen. Gute Idee. So lecker! Jetzt regnet es richtig heftig. Vielleicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Aber ja, wir haben uns jetzt eingepackt auf jeden Fall. Rucksack geschützt. Ganzkörperkondom. Kondom. Apfel geklaut. Mh, ich kann mal essen. Der ist lecker. Weißt du, oh, lecker. Oh, dieser Apfel. Es fängt so gerade an zu regnen. Scheiße. Das erste, was ich heute esse. Oh, Scheiße, es fängt so gerade an zu regnen. Bis gleich. Tschüss.
Jemand hat sich einen Apfel geklaut. Mm. Also gefunden hat er den. Das erste, was ich heute essen. Ja, es regnet jetzt, aber keine Sorge, wir sind vorbereitet. Wir haben Ganzkörperkondom und ja, stehen unter einem Baum. Macht euch keine Sorgen, wir schaffen das. Er packt seinen Rucksack in den Müllsack. So, Simon, jetzt ist der Spaß vorbei. Achso, du hast ja gar kein Geld. Na, ist ganz egal. Ich sehe voll stark aus mit meinem Müllsack auf dem Rücken. Alter, Leute, wo haben wir uns hier auch eingelassen? Nicht genug, dass es im Ström regnet, dass wir am Arsch der Welt sind und dass es hier keinen Fahrradweg gibt. Auf dieser Bundesstraße, aber ist eh egal, wir können eh nicht fahren. Und es geht bergauf. Also nicht nur, dass das alles scheiße ist. Simon muss auch noch kacken. Ich muss auch noch kacken. Aber nicht, dass das alles schon nicht genug wäre. Es hat gerade übelst geblitzt und gedonnert. Es wird jetzt bestimmt anfangen zu gewittern. Wir sind so am Arsch. Wir sind am Arsch, Leute. Wir sind am Arsch. Was zum Teufel machen wir hier? Ich bin high und ich rolle tief. Ich kann meine Kameralinse nicht mal mehr an meiner Hose sauber putzen, weil meine Hose gleich nass ist. Danke für die Dusche, danke. Genau hier haben wir gerade ein Foto gepostet. Auf Instagram könnt ihr es mal schauen. Unter @unge oder @alexanderstraub. Es hat gerade kurz aufgehört zu regnen, aber schaut mal unter uns. Egal. Ich habe gehört, im Regen fahren ist gut für die Kugellager, stimmt's? Nicht mehr weit, dann haben wir es zur ersten Tagesstation geschafft. Noch ungefähr 5 Kilometer, dann sind wir in Stockach. Wir müssen jetzt nur noch warten, dass die Bahn vorbeifährt, dann können wir da rüber. Na, endlich, weiter geht's. Diese Berge da hinten sehen so krass geil aus. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann in der Legre, wahrscheinlich nicht, aber... Alter, es ist so heftig am Regnen. Boah. Jetzt gerade geht's wieder, aber es hat gerade so heftig geströmt. Ich habe so richtig Schiss, dass mein MacBook trotz der Schutzfolie richtig nass geworden ist. Weil ich war gerade in diesem Gasthof auf der Toilette und mein Rucksack ist da, wo mein Rücken dran hängt, richtig nass. Ah, scheiße, ich habe mich gerade auf die Fresse gelegt. Nee. Nee. Ja, deswegen? Ja, deswegen. Ah, scheiße. Ich bin gerade über so einen Strohkackhaufen gefahren und hab ich ausgebremst. Ich bin gerade auf die Fresse gelegt. Jetzt habe ich endgültig geschafft, meine Hose restlich nass zu machen. Ja, Longboardfahren ist gefährlich. Ja. Bei solchen Dingern. Alles gut. Scheiße. Aber dir geht's gut zurück? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Alles, nichts passiert. Alles gut. Ah, kurz vorm ersten Ziel nochmal aufs Maul fliegen. Das muss ja sein. Stockach, Leute! Ah, oh, yes! Von hier aus kannst du besser werden. Was würde ich dafür geben, wenn dieses Geschäft jetzt offen hätte? Wir könnten so günstig essen für 2 Leute. Das Problem ist, sonntags ist halt wirklich Horror. 0 Tour, Sonntag, Horror. Ich habe Hunger, hier ist ein Bäcker. Wir haben jetzt alle Restaurants in Stockach abgesucht, die noch offen hatten. Und alle beide. Alle beide und jetzt sind wir endlich bei den Asiaten gelandet. Okay, Leute. Es ist Sonntag, wir können nirgendwo was essen. Wir sind jetzt in einem asiatischen Restaurant. Haben das Geld hier, das sind zusammen, passen mehr als 7 Euro. Jedes Gericht hier kostet so ungefähr so 5 bis 7 Euro. Also ein Gericht für eine Person. Schwierig, aber wir werden die Zeit jetzt hier nutzen, um zu schneiden. Da holen wir uns halt nur was ganz Kleines und ja, gucken mal, was abgeht. So, wir haben jetzt die Sache erklärt. Und haben gesagt, dass wir ein Date haben. Und die haben gesagt, die machen uns 2 kleine Portionen zum Preis von einer normal. Das hört sich ja schon mega cool an. Alter Schwede, wir haben 2 fette Portionen bekommen. Und das ist für 5 Euro. Also wir opfern quasi unseren 5er. Haben jetzt dann nicht mehr wirklich viel, aber... Was lohnt sich? Alter, den veganen Gemüse-Reis-Ding und du hast so eine riesen Portion Nudeln. Alter, Hammer. Ich habe hier ganz aufgeregte Eltern getroffen, denn ihr Sohn hat heute schon da gewartet, wo wir noch gar nicht sind.
Und sie werden uns jetzt mitnehmen, das ist ja mega cool und sehr lustig. So, wir haben es geschafft. Wir sind in Friedrichshafen dank diesen netten Jungs und natürlich den netten Eltern. Ihr habt die Mutter ja eben schon ganz aufgeregt erlebt und weil die so sympathisch rübergekommen sind, sind wir bis mit ihnen nach Hause gekommen. Und jetzt sind wir hier, ja, quasi unmittelbarer Nähe vom Bodensee. Hier ist gerade so ein Schiff. Was nennt man das? Anker, Anlegeplatz? Also, ne, wir sind hier gerade an so einem Anlegeplatz. Gehen wir noch ein Stückchen nach da? Dann, es ist ja also krass, wie viele Schiffe hier stehen. Obwohl Friedrichshafen jetzt nicht so eine mega große Stadt ist, ne? Also ich grüße auf jeden Fall mal Schuline, Alessandro und Juli. Ja, und ich grüße Nico und Marius. Tja, ja. Ja. Nico! Fühlt euch auf jeden Fall alle mal gegrüßt. Und dann gucken wir jetzt mal, was hier noch so los ist. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir den Tag überlebt und geschafft haben. Wenn man überlegt, wie wir heute angefangen haben, strömender Regen, war es auf jeden Fall ein harter Weg. Oha, Leute, schaut euch das mal an. Wir sind am Bodensee und es sieht echt so, weil es auch sehr stürmisch ist gerade, sieht echt aus wie das Meer, wie so eine Meerenge irgendwie, weil es ist echt riesengroß. Wird ja auch das Schwäbische Meer genannt und ja. Mal gucken, was hier morgen alles noch so passiert. Vielleicht kriegen wir irgendwie eine Schifffahrt hin. Also wir haben noch 2 Euro, aber man weiß ja nicht, was morgen alles noch so passiert. Wir gucken, was alles passiert. So, jetzt sitzen wir im Auto von Marvin. Denn bei ihm pennen wir heute Nacht. Das haben wir ganz spontan. Danke, Marvin. Danke, Marvin. Ging ganz spontan über Twitter. Er macht auch YouTube, er hat einen Technikkanal. Und ich habe mir direkt mal ein paar Videos angeguckt und dachte so, oh ja, wirkt super sympathisch. Habe ich dann direkt die Einladung sehr, sehr dankbar angenommen. Und jetzt fahren wir zu ihm nach Hause. Und ja, ich bin so todmüde. Wir haben mich gestern nur ungefähr so, ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ich bin wirklich so fertig. Boah. Ich bin so froh, dass der Marvin sich über Twitter gemeldet hat. Das war so cool. Heute, wir hatten echt einen Horrortag. Also wir hatten wirklich einen harten Tag. Das könnt ihr bezeugen, oder? Bezeugt es. So, wir sind jetzt bei dem Marvin zu Hause und hier penne ich auch in seinem Bett. Er schläft bei seinem Bruder im Zimmer und auf dieser Matratze pennt der Alex. Die bleibt so, ich lege mich einfach hier drauf. Zeig mal, wie du gleich schläfst. Zeig mal, wie du gleich. Ja, gemütlich. Oh. Ja, und ihr seht schon, das ganze Zimmer ist voll mit Technik, Gadgets und Spielereien, denn der Marvin hat auch einen Technikkanal, heißt iReview Germany. Ja. Also auch so wie auf Twitter, ne? Einfach nur Ger. Wenn man iReview eingibt, kommt uns auch schon. iReview. Und ja, der macht Unboxings, Technik-Reviews, wie der Name schon sagt. Schau auf jeden Fall mal vorbei, auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ist auch nett, dass wir hier pennen können. Es war super spontan, also er hat mich auf Twitter angeschrieben und ich habe dann gesehen, ah cool. Und er kam mir direkt bekannt vor und ich habe ihn durch Felix Bar, einem anderen Technik-YouTuber, habe ich ihn mal schon mal gesehen. Das war es auf jeden Fall von dem Vlog für heute. Es war ein sauharter Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, wenn ja, lasst euch noch oben da. Schaut beim Alex vorbei, schaut beim Marvin vorbei. Und tschüss, Leute.